Ja, und da sind wir auch schon wieder. Immer noch am Befreien von Nuri von der Mauer nach dem letzten gemeinen Cut von mir. Ich habe mal versucht, auch mal so einen gemeinen Cut einzubauen. Legen wir jetzt mal eine Tür auf die Mauer. Jo, klasse. Gemeiner Cut. Mhm. Auf der brüchigen Mauer kann die Fee unmöglich bis zum Lagerhaus klettern. Ich wollte einen gemeinen Cut machen und die Tür dann auf die Mauer legen, aber... Ich muss hier eine Brücke zu unserem Haus bauen. Ach, zu unserem Haus. Alles klar. Okay. Aber jetzt mal ernsthaft, logisch gesehen, diese Tür kann doch niemals so lang sein, dass die bis darüber reicht, oder? Oder? Da haben sich bestimmt einige in der letzten Folge total tot gelacht dann. Ja, lustiger Cut und die Kanten das Spiel und naja. Oh, Quinlin. Naja. Ach ja. Wenigstens können wir einen von beiden retten. Geron, sie werfen mit Steinen. Hier lang. Okay. Nuri, komm jetzt. Was ist denn hier passiert? Keine Zeit. Wir müssen die Stadt verlassen. Ist er tot? Denk nicht an ihn. Wir müssen hier weg. Er wollte, dass du stirbst. Und wenn wir hier bleiben, dann wird das auch geschehen. Was? Woher weißt du das? Bevor er starb, hat er mich gebeten, dich zu töten. Aber das werde ich nicht. Ich werde dich beschützen. Also bitte, vertrau mir und komm endlich. Ihr könnt herauskommen. Der Mob hat sich beruhigt. Das war der Gong für die sechste Abendstunde. Ich sollte jetzt eigentlich ein Held sein. Ein Held? Der König hatte mich gebeten, die Krähenplage in seiner Burg zu beseitigen. Damit hätte ich es ihnen allen gezeigt. Krähenplage beseitigen? Feenretter sind mir da lieber. Ich werde nie wieder zurückkehren können. Gut so. Die Kreaturen, die deinen Meister ermordet haben, sie würden euch sofort finden. Warum weißt du so viel? Wieso hilfst du uns? Ich habe meine Gründe, Nachthaar. Nur gut, dass diese Kreaturen euch nicht vor mir gefunden haben. Nachthaar? Geron, was machen wir jetzt? Wir gehen zum Roten See in den Blutzinnen. Ins Orkland. Ins Orkland? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Winling sagte etwas von einem Feenforscher. Er wird sich mit unserem... mit dir auskennen, Nuri. Er wird dir helfen. Vielleicht kann er mir zeigen, wie ich wieder zaubern kann, ohne Schmerzen. Ja, bestimmt kann er das. Was glaubst du, Rabe? Denkbar wäre es. Der Forscher darf mich aber nicht zurück in meine Heimat bringen. Dort will ich nie mehr hin. Komm, ich möchte bis zum Sonnenuntergang so weit von hier fort sein wie möglich. Armer Junge, er verwechselt Verzweiflung mit Entschlossenheit. Ich vertraue ihm. Du weißt, sein Meister hat ihm befohlen, dich zu töten. Ich weiß. Er hat es mir gesagt. Aber er wird es nicht tun. Er wird mich in Sicherheit bringen und zusammen werden wir die Welt sehen. Oh, wird das schön. Geron, warte. Mach dir keine Sorgen, Rabe. Er macht schon keine Dummheiten. Ich hoffe, du hast recht, Kind. Wieso sollten wir auch? Wir sind ja beide in derselben Lage, ne? Ach du Scheiße. Zum ersten Mal in seinem Leben verließ Geron seine Heimat. Er wusste nicht, wo genau der Rote See lag und ob er den Feenforscher dort wirklich finden würde. Oder wie dieser ihm helfen könnte. Er folgte dem Weg einfach nach Norden. Wie hätte er ahnen sollen, wohin ihn diese Reise noch führen würde? Ach, der Delik. Nuri hatte alle Sorgen hinter sich gelassen. Endlich war sie frei. Und sobald sie den Feenforscher gefunden hätten, würde sie sogar wieder zaubern können. Dann würde sie in jeden Baum einen Regenbogenvogel setzen und Geron ein fröhliches Gesicht malen.
Derweil verfolgte Geron die Stimme aus seinem Traum. Und ihre entsetzliche Prophezeiung erfüllte ihn mit Zweifel. Ach, der Delic. Warum hast du dich auch mit einem Zornbold-König eingelassen? König Efferdan ist kein... Zornbold heißt nur seine Familie. Aber warum glauben dann alle, dass du Unglück bringst? Ich bringe kein Unglück. Komm, vielleicht kennt die uralte Frau dort den Weg zum Feenforscher. Sie soll uns in ihrem Wagen fahren. Warte, lass mich reden. Du spielst gut auf der Laute. Danke. Es ist das Lied eines geliebten Menschen. Eines geliebten Menschen? Bitte, wer seid ihr überhaupt? Und warum schleicht ihr euch an mein Lager? Okay, um nochmal kurz Revue passieren zu lassen. Wir haben mit dem Spiel begonnen. Es hat nicht leicht begonnen. Und wie es Tedelic, wie ich schon gerade eben gesagt hatte, so immer so schön macht. Ich weiß nicht, Tedelic hat irgendwie eine Schwäche dafür, alle Spiele traurig enden zu lassen oder traurig zu beginnen. Aber es hat einfach so eine geile Stimmung immer. Wow. Okay, wir sagen der Frau die Wahrheit. Ich würde mal wissen, wenn wir immer was Böses sagen würden oder böse sein würden, ob sich dann die Geschichte ändern würde. Das müsste ich vielleicht mal googeln in der nächsten Pause, die ich mache. Ob das dann vielleicht einen bösen Geron aus uns macht. So, sagen wir die Wahrheit. Wir kommen aus Andergast und sind auf dem Weg nach Norden. In die Blutzinnen. Das ist Nuri. Und ich bin Geron. Die Blutzinnen? Was wollt ihr denn dort? Mein Ziehvater ist gestorben und ich will seinen letzten Wunsch erfüllen. Das tut mir leid. Verliere seinen Wunsch nicht aus den Augen. Wir müssen ja nicht alles verraten. Oh, ist das der Rabe oder die Krähe? Sei gegrüßt, Rabe. Was hat denn der Rabe mit euch? Du Unglücksbringer, Borons Bote, du und deine Sippe. Ihr habt mir meinen Liebsten genommen. Verschwinde! Nanu? Ist auch hier etwas mit den Krähen geschehen? Haltet euch fern von Borons Boten. Und wer bist du? Ach ja, ich bin Isida, die Gauklerbraut. Aber jetzt Witwe. Wohin fährst du? Ich bin auf dem Weg nach Andergast. Wie ihr vielleicht wisst, wird dort die Königin von Nostria erwartet. Auf dem Volksfest will ich meine Künste darbieten. Aber jetzt ist ein Rad am Wagen gebrochen. Und ich sitze hier fest. Was ist deinem Mann zugestoßen? Ach, mein Darian. Er war ein wunderbarer Akrobat. Ich spielte zu seinen Auftritten auf der Laute und sang. Aber unsere Künste brachten nichts mehr ein. Also ließ er das Seil so hochspannen wie noch nie. Du meinst... Keine letzten Worte. Und kein letzter Wunsch, den ich im Herzen behalten kann. Das ist... Ich weiß, wie du... Ist schon gut. Ich dachte, die Krähen haben eventuell was mit ihm gemacht. Mit dem Gauklerwagen kämen wir viel schneller voran. Aber du solltest Andergast besser meiden, Isida. Wie kommst du darauf? Ich kehre nicht um. Wir sagen dir mal lieber gleich die Wahrheit. In Andergast beäugt man Fremde sehr misstrauisch. Gerade Frauen wie dich. Was ist, wenn sie dich für eine Hexe halten und Jagd auf dich machen? Bei Rethos Bart. Ich war schon oft in Andergast. Sowas kannst du mir nicht erzählen. Naja, Nuri ist gerade so mit dem Leben davongekommen. Ach was. Ganz Andergast ist voller Krähen. Sie belästigen die Leute und niemand kommt gegen sie an. Das klingt abenteuerlich. Das Volksfest wurde abgesagt. Das wäre dann nur verlorene Zeit für mich. Bisher seid ihr wohl ehrlich gewesen. Aber ich bin trotzdem noch nicht überzeugt. Der Rabe. Er kam aus Richtung Andergast. Vielleicht ist er ein schlechtes Omen. Mit diesem Unglücksboten will ich nichts zu tun haben. Ich kehre wohl besser um.
Aber mein Problem bleibt. Solange das Rad kaputt ist, sitze ich hier fest. Wir können ja die Hilfe anbieten und dann mitfahren. Und wenn ich das Rad für dich repariere? Viel Glück dabei. Es ist zerborsten. Wir haben eine junge Dame dabei, die... Du könntest uns doch nach Norden mitnehmen. Das Reisen in der Gruppe ist viel sicherer. Solange das Rad kaputt ist, sitze ich hier fest. Ja, ja, also komm wieder, wenn du dich aufwärmen willst. Ich kenne da eine wunderschöne junge Frau, die würde doch liebend gern das Fahrrad reparieren. Wolltest du nicht die Gegend auskundschaften, Rabe? Es ist Nacht und ich bin keine Eule, Dummkopf. Dann flattere zumindest irgendwo andersrum. Du hast die alte Frau zu Tode erschreckt. Ganz wie du willst. Ich bin Undank gewohnt. Ich finde es sehr schade, dass er den Raben so schlecht behandelt. Weil er hat uns bis jetzt ja nur geholfen. Das ist ein bisschen doof, naja. Die Achse ist zum Glück noch ganz. Nuri, komm mal her. Ruhe dich etwas aus. Uns steht noch ein langer Weg bevor. Wie lang? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie auf Reisen. Ich hoffe, es geht alles gut. Mach dir keine Sorgen. Der Vogelmann wird auf uns Acht geben. Diesem Raben traue ich kein Stück. Ich meine nicht den Raben. Ich meine den Vogelmann. Er trägt ein buntes Federkleid, umhüllt von Sternenstaub. Und wenn er auf seiner Flöte spielt, dann zerreißt es unsere Herzen vor Fernweh. Es ist das Lied der Freiheit, Geron. Du musst nur hinhören. Es ist wunderschön. Vogelmann? Du meinst Aves, den Schutzgott der Abenteurer. Wo wir auch hingehen, er wird uns beistehen. Liebe Nuri, würdest du bitte deinen Reparaturzauber... Obwohl, wir reden erstmal mit dir. Warum vertraust du dem Raben? Er will uns doch nur helfen. Er hat keinen Grund dazu. Außerdem beleidigt er mich pausenlos. Du machst es ihm auch nicht gerade leicht, nett zu dir zu sein. Er ist ein guter Vogel. Und ich glaube, indem er uns hilft, will er sich das selbst beweisen. Und du, Geron, musst endlich lernen zu vertrauen. Es sind nicht immer alle gegen dich. Ich bin Vogelfänger. Ich vertraue keinem verdammten Vogel. Was ist, wenn der Vogelmann uns nicht beschützt? Was ist, wenn uns etwas zustößt? Hör auf! Du machst mich ja ganz verrückt. Ich werde jetzt Sterne zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei den Göttern. Das kann nicht dein Ernst sein. Du solltest es auch versuchen. Du wärst gleich viel ruhiger. 37. Da. Du hast einen vergessen. So gefällst du mir doch gleich viel besser. Und gleich wieder der schlechte Ausdruck auf den Lippen. Naja. Bist du nicht auch müde? Kein bisschen. Ich find's aber lustig, dass sie flüstern, dass das eingebaut wurde. Du kannst also Sachen wieder ganz machen, ja? Es ist nicht gut, wenn Dinge zerbrochen sind. Aber mehr kann ich nicht. Größere Zauber kosten mich jenseits des Feenreichs zu viel Kraft. Ich würde ausgehen wie ein kleines, schüchternes Flämmchen. Aber Dinge reparieren geht. Ja, das ist leicht. Es ist wie dein Zerbrechen. Nur, dass man sich dabei vorstellen muss, wie die Scherben zusammenkommen und nicht auseinanderfallen. Sag mir einfach, was ich heil machen soll. Es müssen aber alle Teile beisammen sein. Wenn also ein Krug in 7 Scherben zerbrochen ist, dann musst du alle 7 Scherben haben. Und dann musst du sagen, ich wünsche... Das ich wünsche ist sehr wichtig. Ach ja. Uns fehlt also ein drittes Teil des Wagenrades, sehe ich gerade. Achse. Ja, also ich muss ja sagen, Nuri und der Geron passen ja wirklich perfekt zueinander. An den Ufern der anderen haben Gwynling und ich früher Libellen gefangen, die er dann aufgespießt hat. Ich muss ja sagen, die beiden passen wirklich gut zusammen. Das heißt ja mal, Gegenteile ziehen sich an. Er macht Dinge kaputt und sie repariert sie wieder. Ultimative Stream, oder was meint ihr? Augenblick, da liegt doch was. Na also, da haben wir das nächste Wagenrad.
Und das lassen wir auch in der nächsten Folge von Nuri reparieren. Und ja, wir sehen uns morgen. Und ich hoffe, die beiden stehen ihren Weg nach dem roten Blutzinn gut durch. Bis morgen. Tschüss.